Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. In diesem Video erkläre ich euch, wie man die Mittelsenkrechten in einem Dreieck konstruiert. Die Mittelsenkrechte muss ich konstruieren. Dafür brauche ich zunächst ein Dreieck. Ganz beliebig. Punkt A, Punkt B, Punkt C, klein a, klein b, klein c. Nun brauche ich den Zirkel. Ich muss darauf achten, dass ich mehr als die Hälfte der Strecke verwende. Ich mache den Zirkel also etwas größer und schlage jetzt in Punkt B ein. Das Ganze mache ich auch in Punkt A. Nun nehme ich das Geodreieck und schiebe das Geodreieck auf der Linie bis zu den beiden Punkten. Und dort zeichne ich die Senkrechte ein. Das Ganze wiederhole ich jetzt zweimal. Einmal hier und hier. Einmal hier und einmal hier. Nun wiederhole ich diesen Schritt mit dem Geodreieck auf der Linie. So, hier und hier. Wenn ich es richtig gezeichnet habe, dann entsteht ein Punkt, der befindet sich hier. Was ich mit der Mittelsenkrechte mache und wofür ich sie brauche, zeige ich euch gleich. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.